Please be seated, my dear friends, you know. Bitte setzen Sie sich, meine lieben Freunde. Wissen Sie, es ist so wichtig, dass wir unseren Blick weiten. Ich wünschte, wir hätten auch etwas aus Nigeria zeigen können. Kaduna und Kano. Mein Fahrer sagte mir, als er mich am Flughafen abholte, ich möchte schnell aus dieser Stadt rauskommen. Ich fragte, warum? Oh, this city is a dangerous place. Diese Stadt ist gefährlich. And I met a man at one of my meetings und ich traf einen Mann bei einer meiner Versammlungen, der miterlebt hatte, wie seine Mutter, seine Frau und seine Kinder vor seinen Augen niedergemetzelt wurden. That we have a gospel, dass wir ein Evangelium haben, whereby we can forgive, durch das wir vergeben können. How amazing. Wie erstaunlich ist das? What a gospel. Was für ein Evangelium. And you know, when people dare und wissen Sie, wenn die Leute es wagen, post-Christian era, von einer nachchristlichen Ära zu sprechen, in England und an anderen Orten, da fordere ich sie heraus, sie wollen Jesus wegnehmen, dann haben sie die Liebe, den Frieden, die Vergebung weggenommen. You can't do it. Das dürfen Sie nicht tun. You will return to the, sonst to kehren Sie zurück barbarity zu einem viel schlimmeren Barbarentum, als es in Europa war, Christ was preached. Ehe Christus gepredigt wurde. Barbarous people, Barbaren, looting one another, killing one another, die geplündert haben, die sich umgebracht haben. Blood sports. Dann gab es diese blutigen Sportarten, Leute, die sich gefreut haben, wenn die Gladiatoren aufeinander zugerannt sind und sich umgebracht haben und Christen den Löwen vorgeworfen wurden. Was können Sie sich freuen, wenn Sie sowas sehen? That was the sport of aber daran the imperial city of Rome. Haben sich die Leute ergötzt. Das war der Sport in der Kaiserstadt Rom. Aber Jesus hat das alles verändert. Now, dear friends, nun, liebe Freunde, I want to take you to the Word of God. Ich möchte Sie mitnehmen zu Gottes Wort, Hebräer, chapter 5. Hebräerbrief, Kapitel 5. Hebrews chapter 5. Hebräerbrief, Kapitel 5. Here we see how our master hier sehen wir, wie unser Meister gebetet hat. You know, all of us want to pray, and there are a lot of people, you know. Wir alle wollen beten. At the turn of the year, they viele Leute turn rather religious. Werden an der Jahreswende they ziemlich say, religiös. I want to make a new resolution. Sie sagen sich, ich nehme mir etwas vor. Now I ask such people. Solche Leute frage ich. Is it the fifth time you are making the same resolution? Ist es das fünfte Mal? Or the umpteenth time? Dass Sie sich zu dieser Sache entschließen? They make oder das a resolution Mal, which they Sie haben can't sich carry zu etwas entschlossen, far into the first week either. Was Sie kaum eine Woche lang now, im neuen Jahr durchhalten. In Hebrews, the fifth chapter and the seventh verse. In Hebräer 5, Vers 7. Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears. Und hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien
und mit Tränen dem dargebracht, unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared. Der ihn vom Tod erretten konnte, und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. He learned obedience. Er hat Gehorsam gelernt. And all who learn from him, und alle, die von ihm lernen, obedience, alle, die von ihm Gehorsam lernen, will be recipients of this, die werden Empfänger eternal salvation. Dieses ewigen Heils sein. You see, folks, obedience is the key. Wissen Sie, Freunde, Gehorsam ist der Schlüssel. You know, we go by the road map. Wissen Sie, wir halten uns an die Straßenkarte. Recently, a man who promised to see me, vor kurzem, unfortunately, could not see me. Hat ein Mann, der mich besuchen wollte, das nicht geschafft. And here was a driver who was more used to the British style of roads. Es war ein Fahrer, der war mehr gewöhnt an roads that go die Straßen, wie sie in Großbritannien verlaufen. Old fields and the old Straßen, buildings. Die um alte Felder und alte Gebäude It's herumlaufen. Not south-east-west. Nicht Nord-Süd-Ost-West. But aber over on the other side of the Atlantic, auf der anderen Seite des Atlantik, you indicate your destination or da beschreibt man position by saying sein Ziel oder seine Position, indem man sagt straight up north, direkt nach Norden, west, dann nach Westen, and then you go south again, dann nochmal nach Süden. That's how roads and destinations are designated. So beschreibt man die Straßen und die Orte. Now, so the poor man got lost. Der arme Mann hat sich verfahren. He did not verfahren. Know the north and the south and so on. Er wusste nicht, wo Nord und Süd and war. And so, in bad weather. Das Wetter war auch schlecht. He could not get to see us. Und es ist ihm nicht gelungen, zu uns zu kommen. Obedience, you know, the roadmap is the word of God. Gehorsam, Sie wissen, die Straßenkarte ist das whether Wort Gottes. It's you or whether it's me, it's the word of God. Ob Sie oder ich es sind, es ist das Wort Gottes. I check my life by the word of God. Ich überprüfe mein Leben am Wort Gottes. And Christ is my yardstick. Und Christus ist mein Meterstab. The word of God to direct me. Das Wort Gottes, das mich leitet. And to measure myself. Und ich messe mich. The yardstick is Jesus Christ. Am Meterstab, das ist Jesus Christus. Do you blame me if I say I'm a Lilliputian? Tadeln Sie mich, wenn ich sage, ich bin ein Lilliputaner? No. Nein. That's how I find myself. So komme ich mir vor. And I say, hey, und ich sage, now, this is all my stature. So groß bin ich nur. I am a wee spiritual. Ich bin ein winziger geistlicher Zwerg. You see, look at the challenge before us. Sehen Sie, welche Herausforderung vor uns liegt. I presume this is quite a crowd. Ich nehme an, hier sind ziemlich viele. Well, two makes company. Zwei sind and eine three Gemeinschaft. Makes a crowd. Is that right? Und drei sind eine Menschenmenge. Well, ist das richtig? That's all Britain, I suppose. But so war das im alten Großbritannien, nehme ich an. Listen, friends. Aber hören Sie, Freunde. There is a work which God has designed for you and for me.
Es gibt eine Arbeit, die Gott für Sie und für mich ausgesucht hat. Sehen Sie, was für eine Herausforderung das ist. Haben wir den Glauben, der zu diesem Berg, der Unmoral, vor dem wir heute stehen, sagt, dieser Berg der Unmoral, der die medizinische Versorgung durcheinander bringt, known medicine. Und der eine Herausforderung see, ist more and more, für die heutige Medizin. Some of these, germs, wissen Sie, are acquiring mehr und mehr a resistance and immunity to werden diese Krankheitskeime some of the best medicine, resistent extremely expensive medicine. Gegen die besten, extrem teuren Arten von Medizin. Und was sollen die Leute machen? Zu einem solchen Zeitpunkt sandte er sein Wort und machte sie gesund. Vor einiger Zeit brachten eine Hindu-Mutter und ein Hindu-Vater ihr verkrüppeltes Kind. No eyesight at all. No eye. Es konnte nicht sehen, es hatte keine Augen. Could not see. Mark you, dear friends, can you bear to see a sight like that? Können Sie es ertragen, sowas zu sehen? Ein kleines Kind, romping around and rejoicing, das herumtollen und sich freuen sollte, deformed, das so verkrüppelt ist unable to see. Und entstellt und nicht sehen kann. Well, what does the word of God say? He sent his word and healed them. Was sagt das Wort Gottes? Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Of course, the campaign was finished. Of course, I managed only to speak die Versammlungen two or three days waren schon zu Ende. Ich schaffe es, nur noch zwei, drei Tage zu sprechen. Need the word of God. Weil so viele Orte so das Wort Gottes brauchen. Und so bin ich laufend unterwegs. And after I left the place, when the message was brought to me, nachdem ich abgefahren war, by the leader of our center there, benachrichtigte mich healed the child, der Leiter unseres Zentrums dort, der Herr hat das Kind geheilt and restored eyesight. Und es kann jetzt wieder sehen. I was thrilled. Da war das eine große Freude. And when television viewers write and say, und wenn Fernsehzuschauer they were healed, schreiben und mitteilen, they were listening to the word of God, dass sie geheilt worden sind, but während sie dem God Wort says. Gottes zuhörten, he sent his word and healed them. Das ist, was Gott sagt. Er sandte sein Wort und machte sie you gesund. Resist the word, you never get healed. Widerstehen Sie dem Wort, dann werden Sie nie geheilt. You humble yourself wenn Sie sich demütigen vor dem Wort Gottes. And he is the healer. Er ist der Heiler. You know, when people say, oh, wissen Sie, wenn die Leute sagen, dieser Mann healer, ist ein großer Heiler, demon driver, ein Dämonenaustreiber. What titles people give themselves. Was für tolle Prophet. Titel die Leute sich selbst geben. Boy, oh boy. Prophet. The latest, the greatest. Der Neueste und der Größte. What have you? Was gibt es noch? No, my dear friend. Nein, meine lieben Freunde. That will never do. Das I tell geht people, nicht. Look here. Ich sage den Leuten, I cannot heal. Ich kann nicht heilen. The healer is Jesus. Jesus ist der Heiler. Get that straight. Machen Sie sich das klar. See, friends, we like to sehen Sie, Freunde, rob Jesus of his glory, and I feel terrible. Wir rauben Jesus seine Ehre. When und I see all these gurus ich fühle and mich others, furchtbar, you know, wenn ich sehe, wie manche Gurus und andere and over in the Sie Punjab, haben den Punjab
gesehen. Dort gibt es sehr religiöse Leute. And they venerate Guru, sie verehren dead and alive. Gurus, Tote und Lebendige. As one missionary lady said to wie eine Missionarin uns sagte, in Amerika, I will not trust any living preacher. Ich werde keinem lebendigen Prediger trauen. I was shocked. Was? Ich war schockiert. I will not trust ich werde any living preacher. Keinem so lebendigen Prediger vertrauen. So hat sie nur an die Toten, the living ones. Heiligen geglaubt, nicht an what die Lebendigen. Was zeigt das? She was not a frivolous person. Sie war kein leichtfertiger Mensch. She was not trying to mock anybody, sie wollte niemanden verspotten. Sad experience aber sie hatte traurige Erfahrungen gemacht. Had shown that many preachers have feet of clay. Nämlich, dass viele Prediger tönerne Füße haben. Fine, sie sehen sehr gut aus. But feet of clay, aber sie haben tönerne Füße. Sie können nicht stehen. They suddenly collapse. Plötzlich fallen sie um. My dear friends, look, meine lieben Freunde, schauen Sie. Sad record. Das ist traurig. And it has injured many. Das ist eine traurige Realität. You know, und viele haben darunter young gelitten. People in, my meetings. In meinen Versammlungen not that I despise sind normal old people. Viele junge Leute. Nicht, dass ich but die alten Leute verachte. I began as a preacher to young people and I aber ich habe angefangen als einer der jungen Leuten gepredigt hat that a great and a very high percentage of the group und ich sehe dass viele consists of young people in der Zuhörerschaft jung sind and when they get converted what a marvelous work they can do. Und wenn sie sich bekehren, was können but sie dann für wunderbare Dinge to be tun? Able to draw young people, aber wenn man junge Leute anziehen möchte, a consistent testimony. Dann braucht man ein konsequentes Leben. Frauds and fake Hochstapler people und Schauspieler only turn away the young people. Sie stoßen nur die jungen Leute ab. You know, how many fellows who once sang in the choirs, wissen Sie, wie viele Leute, die einmal im Chor gesungen haben and und geschwungen und getanzt haben rest und of the religious motions, die üblichen religiösen Dinge getan haben? It's amazing. Es ist erstaunlich. They are not to be seen anymore. Die sieht man nicht mehr. Who drove them away? Wer hat sie weggetrieben? Bad example of the older Christian. Das schlechte Vorbild der älteren Christen. Bad example. Ein schlechtes Vorbild. The gossip. Der Tratsch. You know, that goes on. Der Tratsch, der so im Hintergrund here passiert. We see that Jesus offered up prayers and supplications with strong crying and tears. Wir sehen, Jesus hat Gebete und Bitten vorgebracht mit starkem Schreien und Tränen. Strong crying and tears. Mit starkem Schreien und Tränen. Now, you know, there is a kind of prayer. Wissen Sie, in which es gibt eine Art von Gebet. We don't use the personal first person. Bei dem wir nicht in der ersten Person beten. No, we don't pray. Wir beten nicht. I. Ich. Many people pray a pious prayer. We. Viele Leute sprechen. See, they want company, you know. Ein frommes Gebet. Sie sagen wir. We are sinners. Sie wünschen sich Gemeinschaft. Wir sind Sünder. Now, my dear friend. Nun, meine lieben Freunde. The first prayer that goes to heaven das erste Gebet, is, das zum Himmel durchdringt, Lord, be merciful to me, a sinner. Das heißt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Be merciful to me, a sinner. Sei mir Sünder gnädig. Now, what's wrong? What's was ist verkehrt? So wrong about was ist so verkehrt daran,
your condition, when you go to wenn man the seinen Zustand doctor, genau vorbringt, neighbor, who is wenn man zum Arzt geht, dann schaut man nicht auf den, der hinter einem in der Schlange steht. And, do you say, sagen you Sie dann, know, doctor, this Herr Doktor, schauen Sie mal, dieser Mann is suffering from a terrible stomachache or der hat something. Ein schreckliches Magenleiden. No. Nein. You say, doctor, this is my turn. Sie sagen, Sie, Herr Doktor, jetzt bin ich dran. You can bypass me. Sie dürfen mich nicht übersehen. Ich bin jetzt der Nächste. My need is this. Mein Problem ist dies und das and und das. And you put it all before him. Und Sie sagen ihm alles. Sicknesses that exist. Krankheiten, and, die existieren. And a variety of imagined sicknesses. Und eine Vielzahl von Krankheiten, die nur eingebildet sind. You set them all before the doctor. Die stellt man alle dem Arzt vor. You know, the first prayer that goes to heaven. Das erste Gebet, das zum Himmel durchdringt. Lord, be merciful to me, a sinner. Das heißt, Herr, sei mir Sünder gnädig. I've seen many people pray that prayer. I remember a woman. Ich kann mich erinnern an viele, die so gebetet haben. Ich erinnere mich an eine Frau, die untröstlich geweint hat. My mother had taken me along. Meine Mutter hatte mich mitgenommen zu einer Versammlung, auf der sie sprechen wollte. It was a meeting. Es war eine Versammlung. Primarily intended for women. Hauptsächlich für Frauen. And a lot of women were there. Und viele Frauen waren and da. And here was this teacher. Hier war diese Lehrerin. Who was crying inconsolably. Die schluchzte so untröstlich. What was she weeping about? Wegen was hat sie geweint? Oh, I aborted a baby. Ich habe ein Kind abgetrieben. Well, she was pouring out her heart before the Lord. Sie hat ihr Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. In another meeting, bei einer anderen which Versammlung, I had to address, auf der ich sprechen musste, there was a young woman who war eine junge Frau, could not stop crying out, die einfach nicht aufhören konnte, sobbing, zu weinen und zu schluchzen. What was she praying? Was hat sie gebetet? Yes, I aborted. Ja. Three babies. Ich habe drei Babys abgetrieben. As an unmarried young woman. Als ich noch nicht verheiratet war. Well, my dear friends. Nun, meine Lieben. You know, life does not seem to have any meaning. Das Leben scheint keine Bedeutung zu haben. Licensed murderers are around today. Parading as doctors. Mörder mit Lizenz stolzieren heute licensed als Ärzte herum. Murderers. Mörder mit Lizenz. And you know, und wissen Sie, I can't imagine how long the judgment of God ich kann mir nicht vorstellen, can be deferred. Wie lange Gottes Gericht noch wartet. A society eine Gesellschaft, that kills die tötet so many millions. So viele Millionen. You know, a careful accounting is done in America. Wissen Sie, in Amerika wird das sorgfältig dokumentiert, wie viele Abtreibungen bekannt sind. And between und zwischen 70 bis 80 of the last century in 10 years. In den Jahren 1970 bis 1980, in 10 Jahren, gab es 9,5 Millionen Abtreibungen. Almost like two times the Holocaust. Fast zweimal so viel wie beim Holocaust umgekommen and sind. Nobody bats an eyelid. Und keiner zuckt mit den Wimpern. Well, that's the way we do things today. So machen wir das heute. That's modern compassion. Das ist das moderne Erbarmen. No value for life. Keine Werte für das Leben. My dear friends,
keine Wertschätzung. Imagine, meine lieben Freunde, können wir uns vorstellen, cool, dass wir leben und dass wir uns ziemlich gut und cool vorkommen, wenn wir in einer solchen Mördergesellschaft leben. Eine Gesellschaft, die Babys wegwirft in den Müll, schlimmer als man es mit einem Kätzchen machen würde. Sie würden nicht wagen, das mit einem Kätzchen zu machen. Sonst werden die Leute die Gesellschaft anrufen, die Grausamkeiten an Tieren verhindern will, und man wird ins Gefängnis kommen. Oh, this man is being very violent to his dog. Dieser Mann ist so gewalttätig zu seinem Hund. But the milk of human kindness is gone. Die Milch der menschlichen Freundlichkeit. No compassion even for the babe. Die gibt es nicht mehr, kein Erbarmen, nicht einmal für das Baby im Mutterleib. No security for the babe in the womb. Keine Sicherheit für das Baby im Mutterleib. 9 months. 9 Monate. The most dangerous place for a baby to be in. Der gefährlichste Ort für ein Baby ist today the womb of the mother. Ist heute der Mutterleib. Just imagine. Stellen Sie sich and das we vor. Think nothing of it. Uns macht das gar nichts aus. What is society? Was für eine Gesellschaft. And we see that our Lord, und wir sehen, dass unser Herr way of prayer was with strong crying and tears. Wir sehen, wie er gebetet hat mit starkem Schreien und mit Tränen. You know, my dear friends, you are moved to tears. Where? Freunde, Sie sind zu Tränen gerührt. Wo? Beim Fußballspiel. Why? Warum? My team lost, you know. Meine Mannschaft hat verloren. The goalie messed it up. Der Torwart hat es versaut. Horror of horrors. Wie furchtbar. We can't make it to the finals. Wir können nicht ins Endspiel kommen. And so these men who are already drunk and diese Leute, die schon betrunken sind, hardly see the ball, I suppose, und den Ball kaum mehr sehen können, ball, nur ganz entfernt noch sehen können, tears. Die sind fast in Tränen aufgelöst. What absurdity. Wie absurd. You know, folks, wissen Sie, Freunde, when we turn to the 20th chapter of Acts, wenn wir Apostelgeschichte 20 aufschlagen, we see St. Paul mentioning how he labored amongst these people. Da sehen wir, wie Paulus beschreibt, wie er unter diesen Menschen gewirkt hat. Er sandte zu den Ältesten in Ephesus, dass sie kommen sollten. And this is what he said in the 18th verse. Vers 18. And when they were come to him, he said unto them. Als aber die zu ihm kamen, sprach er zu ihnen. You know from the first day that I came into Asia. Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich in die Provinz Asien gekommen bin, after what manner I have been with you at all seasons, die ganze Zeit bei euch verhalten habe, serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations, wie ich dem Herrn gedient habe, in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen. I have always found that when I sow with tears, ich habe immer festgestellt, there is blessing. Wenn ich mit Tränen sehe, I once said to my mother, dann gibt es Segen. Einmal sagte Mom, ich meiner Mutter, this place seems to be so hard. Mama, dieser Ort ist so hart. I had to go open the meeting.
Ich musste die Versammlung anfangen. 3000 people present. 3000 Leute waren da. And with a broken heart I went to the meeting. Mit einem zerbrochenen Herzen ging ich zur Versammlung. And so I said, okay, sagte, you have had enough time to sing. Gut, Sie haben now jetzt let us pray. Genug gesungen, jetzt wollen wir beten. So as I started praying, als ich mit dem Gebet the Spirit anfing, of God came down upon the crowd, da kam der Geist Gottes herab auf die Menge. Began to weep. And confess their sins. Und Männer und Frauen begannen zu weinen und ihre Sünden zu bekennen. You know, friends, wissen Sie, Freunde, holy discontentment is good. Die heilige Unzufriedenheit ist flattering gut. Yourself and wenn man sich schmeichelt on the back und sich selbst auf den Rücken, auf die bad. Schulter klopft, das ist schlecht. Lord, I'm not like you. Herr, ich bin nicht wie du. Lord, I'm not learning obedience to your word. Ja, ich lerne nicht den Gehorsam gegen dein Wort. Lord, you are going to give me another year. Are you? Herr, I don't deserve one. Du wirst mir noch ein weiteres Jahr geben. Ich verdiene es gar nicht. Why do you send me a fruitless person into? Warum schickst du mich einen Menschen, 2012? Der keine Frucht bringt, in das neue Jahr 2012? You know, holy discontent. Wissen Sie, diese heilige Unzufriedenheit, I have found when I feel deeply, ich habe festgestellt, that I am misrepresenting Jesus, wenn ich tief das Gefühl habe, dass ich Jesus verkehrt darstelle, dass ich ihn lächerlich mache, oh, there is blessing. Dann kommt Segen. So, my dear friends, how did St. Paul labor also, meine Lieben, amongst these people? Wie hat Paulus gewirkt? From the first day, unter diesen Leuten vom ersten Tag an. He said to them, you have been seeing my manner of living at all seasons. Er sagte ihnen, ihr habt gesehen, meine Art zu leben die ganze Zeit. During the times when the sun was bright and gloomy old days, in den Tagen, wo die Sonne hell war oder wo die Tage trübe waren, serving the Lord with all humility of mind and many tears. Da habt ihr gesehen, wie ich dem Herrn gedient habe mit aller Demut und vielen Tränen. What? Is this only a record for us to read? Ist das nur ein Bericht, as literature? Den wir so als Literatur durchlesen? Or is this something which you and I can emulate? Oder ist das etwas, was Sie und ich nachahmen können? What? My dear friends, I don't think there's anything in the scripture. Meine lieben Freunde, ich denke, es gibt nichts in der Schrift. Jesus has not made accessible to us. Dass Jesus uns nicht zugänglich gemacht hat. By his death and resurrection. Durch seinen Tod und seine Auferstehung. You know, it's a very humbling thought. Wissen Sie, dieser Gedanke macht einen sehr demütig. That some of us just don't wish to live. Dass einige von uns gar nicht den Wunsch haben. A closer, näher life. A more pleasing life. We are näher beim Herrn zu leben, dem Herrn mehr zu gefallen. What shall I call it? Deadness. Es gibt eine innere Totheit. No sensitivity. Keine Empfindsamkeit. To what is taking place around. Für das, was in der eigenen Umgebung passiert. Sometimes I describe Hinduism. And some of these philosophies. Manchmal beschreibe ich den Hinduismus und manche dieser Philosophien in dieser Weise. The house is on fire. Das Haus brennt schon. The house and the owner. Das Haus. Is lounging in his. Und der Besitzer. Chair. Räkelt sich in seinem Sessel. And he decides that that's the right and fit moment. Und er beschließt, dass jetzt der richtige Moment gekommen ist, the nature of fire. Um mit seinem Freund über die Natur des Feuers What? Zu sprechen. Was?
Would you be doing such an absurd thing? Wollten Sie so etwas Absurdes tun? Wenn das Feuer schon das Haus verzehrt, wollen Sie sich dann hinsetzen und sagen, the nature of fire. Wir wollen jetzt über die Natur des Feuers sprechen. No, you wouldn't dare do it. Nein, Sie würden das nicht wagen. But you see, aber sehen Sie, we have become sons and daughters. Wir sind Söhne und Töchter einer Generation geworden. Jesus sagte, if anyone is ashamed of me or of my words in this sinful and adulterous generation. Wenn jemand sich meiner oder meiner Worte schämen wird in diesem sündigen und ehebrecherischen Geschlecht, I will be ashamed of them. In the presence of my father. Dessen werde ich mich schämen in der Gegenwart meines Vaters. All right. Now, would there be another generation which qualifies more? Gibt es eine andere Generation, to these words of Jesus than ourselves? Die den Worten Jesu mehr entspricht, I doubt it. Als wir? Ich zweifle daran. And yet, we are not moved. Und doch sind wir nicht bewegt. Nothing seems to move us. What? Nichts scheint uns zu bewegen. I will take away the stony heart out of your flesh and give you a heart of flesh, says God. Ich werde das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Fleisch und werde ihnen ein Herz aus Fleisch geben. And I'll put my spirit within you. Und ich werde meinen Geist in euch geben. And cause you to walk in my statutes. Und werde euch wandeln lassen in meinen Satzungen. That's what God says. Das ist es, was Gott sagt. And why are we falling short? Und warum fehlt es Let's da bei uns? Let's look at the 31st verse, Acts 20 and 31. Wir wollen Vers 31 betrachten, Apostelgeschichte 20, Vers 31. Therefore watch and remember that by the space of 3 years I ceased not to warn everyone night and day with tears. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. What warning? Oh, you dare not talk to me like Was that. Was warnen? Wage es nicht, so mit mir zu sprechen. I warn you in Jesus' name. Ich warne Sie in Jesu Namen. That's not your business. Das ist nicht Ihre Aufgabe. Well, that's what we say, don't we? Das sagen wir, oder? But what did St. Paul say? Aber was hat Paulus gesagt? I cease not to warn everyone night and day with tears. Ich habe nicht aufgehört, jeden Tag und Nacht zu ermahnen mit Tränen. You know, there was a great missionary to India. Es gab einen großen by the name of Hebig. Indien-Missionar namens Hebig. Samuel Hebig was a Samuel Hebig amazing soul winner. War ein erstaunlicher Seelengewinner. Er war Geschäftsmann. And they showed me the spot und man zeigte mir on the Rhine, where the Rhine is still very small, die Stelle am Rhein, a tiny small river, wo der Rhein noch sehr klein ist, spot, ein kleiner Fluss. And someone said to me, jemand sagte mir, Hebig threw his hier an dieser Stelle, what? Greek grammar. Da hat Hebig seine griechische Grammatik in den Rhein geworfen. The poor man, der arme Mann, get it into the head. Er konnte es nicht in den Kopf bekommen. Is the Rhine. Er dachte, der richtige Platz dafür ist der Rhein. But as Hebig was going by, aber als Hebig vorbeilief, a British engineer's place. This was am Haus eines britischen Ingenieurs. Das war zu der Zeit, als and British Großbritannien Indien regiert hat. Cantonments of soldiers and officers und englische Quartiere mit Soldaten und Offizieren haben dem indischen Wetter getrotzt.
Even when the temperature had selbst soared into the hundreds, wenn die Temperatur über 38 Grad 100 mark, gestiegen war, über 100 Grad Fahrenheit, as he was passing by an engineer's house, a British engineer, als er am Haus he said, eines britischen Ingenieurs vorbeiging, sagte er, let me go and speak to this engineer. So he walked in. Ich will mal mit diesem Ingenieur sprechen. Und er ging hinein. He walked in. Uneingeladen und niemand hat ihn angekündigt. Straight to the heart of that man. Und er sprach direkt zum Herzen dieses Mannes. And he was furious. Und der war wütend. He said, Mr. Hebby. Er sagte, Herr Hebby, I didn't want you around here. Ich will nicht, dass Sie hier sind. Leave my house. Verlassen Sie mein Haus. No. Nein. It's not your business, Mr. Hebig. Das ist nicht Ihre Aufgabe, Herr Hebig. He said, it is my business to warn you. Er sagte, es ist meine Aufgabe, Sie zu warnen. And I am not going. Und ich gehe nicht. My dear people. Meine Lieben. What do you do with such a man? Was macht man mit einem solchen Menschen? He was, of course, a German. Er war natürlich ein Deutscher. You know that. Das wissen Sie. And the engineer said, if you're not going, der sagte, wenn Sie nicht gehen, I'm going. Dann gehe ich. So he got on his horse and rode away. Er stieg auf sein Pferd und ritt fort. And now soon he sent word to Hebig. Und bald schickte er Hebig. I've not been able to sleep. Eine Nachricht, ich kann nicht mehr schlafen. And so Hebig went back and led him to Jesus. Und Hebig ging wieder zu ihm, friends, und hat ihn zu Jesus geführt. Freunde, wir denken nicht daran, jemanden zu warnen. We lose the last wir verlieren opportunity to warn a person. Die letzte Gelegenheit, einen Menschen zu warnen. You know, a judge came to see me. Wissen Sie, ein Richter kam, um mich zu besuchen. And I did not know that I was seeing him for the last time. Und ich wusste nicht, dass ich ihn das letzte Mal sah. I spoke to him very straight. Ich sprach sehr direkt zu ihm. You know, he wanted to just pay his respects. Er wollte halt mir seine Aufwartung nice machen. Man. Er war ein höflicher, freundlicher But Mann. I said, how long are you going to defer? Aber ich fragte your ihn, conversion. Wie lange wirst du deine Bekehrung hinausschieben? He was taken aback. Er war verblüfft. And he repented. Er tat Buße. Thereafter. Danach. And I did not know. Und ich wusste nicht, that shortly he was going to die of cancer. Dass er kurz danach an Krebs sterben würde. He did not know it either. Er hat das auch nicht gewusst. So I had no opportunity to see him again. Ich hatte keine Gelegenheit, ihn noch einmal zu treffen. Friends, Freunde, we don't warn people with tears. Wir warnen die Leute nicht mit Tränen, oder? That's what St. Paul did. Paulus hat es gemacht. He that soweth with tears, wer mit Tränen sät, will reap with joy. Wird mit Freuden ernten. Let us pray. Wir wollen beten. Loving Father, liebender Vater, we thank you, wir danken dir, that great men, dass große Männer, fearless men like Hebig, furchtlose Männer wie Hebig, did such wonderful things, so wunderbare Dinge getan haben. And good Lord, I plead with you. Und Herr, ich bitte dich, we too may pluck up enough courage, schenke, dass auch wir genug Mut zusammenraffen, present the red light, dass wir die rote Ampel aufstellen, when it has to be presented, wenn man sie aufstellen muss,
Give us the courage, good Lord. Gib uns den Mut, Herr. Don't let us be cowards. Lass uns nicht Feiglinge sein. Oh, my Father. Oh, mein Vater. We plead with you and ask. Wir bitten dich, that you will help us. Dass du uns hilfst. To sow with tears. Mit Tränen zu säen. That we might be as leaven that leaveneth the whole lump. Dass wir sind wie Sauerteig, der den ganzen Leib durchsäuert. You have given us such an amazing opportunity. Du hast uns eine so erstaunliche Möglichkeit gegeben, deine Zeugen zu sein. In Britain today. Heute in Großbritannien. In the hour of Britain's need. In der Stunde, wo Großbritannien in Not ist. Oh, my Father. Oh, mein Vater. While politicians may say, wo die Politiker sagen mögen, slogan, wie es früher der Slogan election, war, election, it bei was einer never früheren so Wahl, in Britain. Es war noch nie so gut in Großbritannien. Oh, my Father. Oh, mein Vater. We can now even now say it was never so bad in Britain. Wir können jetzt sagen, es war noch nie so schlimm in Großbritannien. Oh, Father, let oh, Vater, us not live as though it simply does not matter. Lass uns nicht so leben. As long as we grind our little axes. Als ob unser Leben egal ist, solange wir für uns persönlich zurechtkommen und ein bisschen Geld verdienen. And eat our wonderful Christmas pie. Und unsere wunderbare Weihnachtstorte essen. Oh, my Father. Oh, mein Vater. Save us, we pray. Rette uns, wir bitten dich. From all self-congratulation. Von aller Selbstbeweihräucherung und gib uns dieses Zeugnis. Denkt daran, wie ich unter euch gelebt habe, zu aller Zeit. Oh, mein Vater, teach us, teach me, lehre uns, lehre mich, dass ich mit Tränen sähe und never become profound. Und dass ich nie professionell werde in dem Sinne, dass ich nur noch eine formale Religion habe. Bitte uns, wir bitten dich. In Jesu heiligem Namen. Amen.